So, jetzt säge ich das hier schön auf und nehme den Anschlag. Auf gar keinen Fall. Ich bin Jonas Winkler und ich bin mitten in einem anderen Projekt. Aber ich möchte euch heute eine ganz wichtige Frage beantworten bzw. euch einen ganz wichtigen Tipp geben, wenn es um das Thema Holz auftrennen geht. Wir beziehen uns dabei heute auf die Bandsäge. Einmal vorweg, es macht ganz oft Sinn, die Bandsäge zum Auftrennen zu nehmen, weil die Bandsäge einfach einen deutlich dünneren Schnitt hat. Das heißt, wir verlieren weniger Material. Und das ist super, egal ob wir zu viel oder zu wenig Material haben. Wenn wir möglichst viel beim ersten Schnitt verlieren, was? Ist das natürlich doof. Also andersrum, wir wollen möglichst wenig verlieren. Jetzt wollen wir uns angucken, warum sollten wir auf gar keinen Fall zum Auftrennen den Parallelanschlag nehmen. Das erste Argument fürs Freihandauftrennen und gegen den Parallelanschlag sehen wir jetzt. Wir müssen unser Holz vor diesem Schnitt abrichten, ansonsten haben wir wie hier eine noch wellige Kante. Das heißt, wenn wir das Ganze am Parallelanschlag langschieben und gleichmäßig Druck aufbauen, sehen wir, dass das Teil während seiner Reise auf jeden Fall wackelt und wir dann nicht mehr den gleichbleibenden Abstand zum Parallelanschlag haben, so wie wir es ja eigentlich haben wollen. Das heißt, wenn wir möglichst wenig Material verlieren wollen, dann können wir natürlich nicht jetzt schon abrichten, weil dann haben wir ja hier schon Material verloren. Der zweite Grund hat mit dem Holz an sich zu tun und ich will euch das jetzt einfach mal zeigen. Das hier ist auf den ersten und auf den zweiten Blick ein relativ formstabiles Stück Erle. Wir werden das jetzt freihand aufsägen und ihr werdet etwas Wunderbares sehen. Das weiß ich, weil ich schon zwei Teile aufgetrennt habe, deswegen nehmen wir das hier als Beispiel für dieses Video. Also, wir sägen das jetzt mal auf und ich schaue mal, beziehungsweise ihr könnt mal schauen, was fällt euch an diesem Schnitt auf und was könnte dann daran das Problem mit dem Parallelanschlag sein. Also, Säge an, let's go! Wir sehen, hier in der Mitte geht unser Schnitt auseinander. Das ist erstmal normal, aber wenn wir nach vorne gucken, wow, dann sehen wir, oh oh, der ist ja hier komplett geschlossen. Hier sind wir also bei 0 mm Fuge und hier in der Mitte ungefähr bei 2. Das heißt, das Holz drückt sich auseinander. Und da ist natürlich der Parallelanschlag nicht sehr hilfreich. Wir haben jetzt noch mal bis ganz knapp vor Ende gesägt. Da sind noch 1,5 cm, die wir sägen müssen. Und oh je, unsere Fuge in der Mitte ist von 2 mm auf 6 mm gewandert. Wir sehen, das Problem wird beim Schnitt immer größer. Wenn wir uns jetzt die Situation von eben noch mal vorstellen und uns vorstellen, dass wir den Parallelanschlag hier dabei haben, dann ist unser Sägeblatt irgendwo hier zwischen. Und die Kraft, die sich hier ausbreitet, also dass die beiden Teile auseinander wollen, das passiert ja in beide Richtungen. Das heißt, wir üben extremen Druck gegen den Anschlag aus, der kann aber nicht weg. Wir drücken also auch gegen das Sägeblatt. Und das ist blöd, weil dadurch verzieht sich der Schnitt im Zweifelsfall extrem. Dadurch, dass wir aber frei Hand sägen, können wir weiterhin der Linie folgen. Und das ist wunderbar. So ist zwar die Spannung immer noch im Holz, aber unser Schnitt ist von der Dicke her trotzdem gleichbleibend. Der dritte Grund, der absolut fürs freihändig Auftrennen spricht, ist, eine Bandsäge ist eine dieser wunderbaren Maschinen, mit der wir theoretisch gesehen Kurven schneiden können. Das können wir mit der Tischkreissäge nicht. Was bringt mir das? Ich will gerade auftrennen. Das stimmt. Das Schöne ist aber, wenn wir selber die Kontrolle übers Auftrennen haben, uns also nicht auf den Parallelanschlag verlassen, dann können wir, wenn wir sehen, dass das Sägeblatt zum Beispiel zur Seite driftet, weil die Bandsäge nicht perfekt eingestellt ist, ganz einfach dagegen steuern, weil wir das Material drehen können. Ist der Parallelanschlag fest an dieser Seite, dann können wir nicht drehen, weil da der Parallelanschlag ist. Das heißt, es spricht tatsächlich relativ viel dafür, solche Teile frei Hand aufzusägen. Denn so ein Stück zu führen, ist bei einer Bandsäge sehr einfach. Die Kraft drückt nach unten, die Bandsäge läuft im besten Fall sehr ruhig und wir können unser Material perfekt durchschieben und im Zweifelsfall etwas ausgleichen, wenn der Schnitt verläuft. Wir sehen,
Egal, ob wir nun wie in diesem Beispiel Spannung im Holz haben oder wie in diesem Projekt, wo wir den Fräserschrank gebaut haben, überhaupt gar keine Spannung im Holz haben, freihändig auftrennen macht irgendwie extrem viel Sinn, weil wir die Freiheit haben, es einfach perfekt zu machen, weil wir genau uns auf den Schnitt konzentrieren. Und ich weiß es. Ich habe das jahrelang auch nicht so gemacht. Ich habe das früher auch immer partout mit dem Parallelanschlag versucht und war wütend wie Bolle, wenn es nicht geklappt hat. Aber ich kann euch eins aus meiner Erfahrung sagen, ihn einfach wegzulassen, ist ein echter Gamechanger. Denn, wie gesagt, selbst wenn Spannung drin ist, dann wird das Brett ein bisschen rund. Aber dadurch, dass der Schnitt nicht wirklich verlaufen kann, haben wir trotzdem eine halbwegs gleichbleibende Materialstärke und fangen nicht an, völlig schräg irgendwo reinzusägen, weil alles komplett abdriftet. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Wie trennt ihr Holz mit der Bandsäge auf? Mit oder ohne Parallelanschlag? Und wenn ihr es immer mitmacht, probiert es mal ohne aus und sagt mir, wie es war. Ich bin gespannt und hoffe, dass euch das weiterhilft. Denn Material auftrennen, das sage ich nochmal am Ende, ist natürlich wunderbar, um einfach das Maximum aus dem Holz rauszuholen. Also probiert es gerne aus und wir drehen jetzt das andere Video weiter, was entweder vor oder nach diesem Video kommt. Ich weiß es doch nicht. Wir drehen es ja gerade noch. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das ist ehrlich.